Hey Leute, ich bin's Conny und heute geht's weiter mit dem zweiten Part meiner Coding-Lernserie. Heute geht es um Bedingungen und dafür gehe ich auch direkt rüber in Visual Studio Code. Sagen wir einmal Hallo zu Roblox Conny. Ihr könnt natürlich anstelle Visual Studio Code zu benutzen auch wieder in die Lua-Demo reingehen oder auch in den Lua-Online-Compiler und hier weiterarbeiten. Ich benutze, wie gesagt, Visual Studio Code. Beim letzten Mal ging es um Variablen. Wenn ihr den letzten Part noch nicht gesehen habt, dann schaut euch unbedingt das letzte Video an. Da erkläre ich euch, was Variablen sind, wie die funktionieren und vor allem auch, warum ihr unbedingt coden lernen solltet. Aber heute geht es erstmal weiter, wie beim letzten Mal schon angekündigt, mit Bedingungen. Und dafür gehe ich hier in diese neue Datei rein. Ihr könnt euren Code einfach löschen. Ich glaube, beim Lua-Online-Compiler könnt ihr auch weitere Dateien erstellen. Weiß ich nicht, ist aber vollkommen egal. Es ist ja erstmal nur zum Lernen da. Und heute lernen wir im Grunde nicht nur Bedingungen, sondern um genau zu sein, lernen wir Bedingungen, Scopes und Fallunterscheidungen. Aber ich fasse das alles mal unter Bedingungen zusammen. Das erste, was wir wissen müssen über Bedingungen ist, Bedingungen überprüfen Aussagen über Variablen. Variablen kennen wir schon. Ich erstelle jetzt mal eine neue lokale Variable. Die nenne ich jetzt einfach mal Bedingung. Und Variablen können wir ja festlegen, indem wir sagen ist gleich und dann zum Beispiel 3. Jetzt haben wir eine Number erstellt. Wir wollen aber eine Bedingung erstellen. Dementsprechend nutzen wir jetzt einmal mal eine Bedingung, um diese Variable festzulegen. Das heißt, wir können jetzt eine Aussage treffen über diese Variable. Und zwar wird treffen jetzt die Aussage 3 ist gleich Baum. Ich nehme diesen Part jetzt einmal weg, damit wir das ein bisschen gesondert haben. Hier sehen wir jetzt 3, zweimal das ist gleich Zeichen und dann in Anführungsstrichen Baum. So schreibt man eine Aussage über Variable. Wir können nicht sagen ist gleich Baum, weil dann würden wir ja sagen 3 ist das gleiche wie Baum, sondern wir fragen jetzt Lua, ist 3 das gleiche wie Baum? Und am Ende würde Lua uns eine Antwort darauf geben. Und diese Antwort ist dann in der Variable Bedingung gespeichert. Ich mache hier mal ein paar Abstände einfach nur, damit wir das so ein bisschen getrennt haben. Die Variable, die wir Bedingung genannt haben, ist jetzt das Ergebnis der Aussage 3 ist gleich Baum. Wenn wir das jetzt printen, Print Bedingung, dann kommt am Ende bei raus False, weil 3 ist natürlich nicht das gleiche wie Baum. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt über Bedingungen. Bedingungen können entweder wahr oder falsch sein. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, 3 ist gleich 3. Und wenn wir das printen, dann steht hier unten True. Dann ist es die Wahrheit. True bedeutet wahr, false bedeutet falsch. Das habe ich euch ja schon beim letzten Mal über Booleans erzählt. Das bedeutet, Bedingungen sind immer Booleans. Wenn wir jetzt hier rüber hovern, steht hier nämlich nicht mehr Number, sondern Boolean, weil es sich um eine Bedingung handelt. Genauso können wir jetzt aber auch zum Beispiel größer oder kleiner machen. Wir können jetzt sagen, 3 ist kleiner als 5. Das ist wahr. Also steht hier unten auch True. Wir können jetzt aber auch sagen, 8 ist kleiner als 5. Und dann kommt hier unten False raus. Wenn wir jetzt aber Sachen sagen, wie zum Beispiel 5 ist kleiner als 5, dann kommt hier unten auch False raus. Weil 5 ist nicht kleiner als 5, sondern 5 ist genauso groß wie 5. Dementsprechend könnten wir hier nur sagen, ist gleich 5. Oder man könnte auch sagen, kleiner gleich 5. Und dann wäre das Ergebnis von kleiner gleich auch wieder true. Weil 5 ist zwar nicht kleiner als 5, aber 5 ist gleich 5. Und damit haben wir jetzt schon mal diese Operatoren für die Aussagen. Dasselbe geht natürlich auch mit größer gleich und größer als. Die letzte Aussage, die man überprüfen kann, wie ich euch heute zeige, ist nicht das gleiche. Wir könnten zum Beispiel sagen, 3, so ein geschwungenes Zeichen, ist gleich Baum. Das bedeutet, ist nicht das gleiche wie Baum. Dieses geschwungene Zeichen macht ihr übrigens, indem ihr die Alt-GR-Taste gedrückt haltet auf einer Tastatur und dann Sternchen oder Plus drückt. Ein bisschen versteckt, aber so könntet ihr zum Beispiel sagen, 3 ist nicht das gleiche wie Baum und dann würde natürlich printen True. Das stimmt, 3 ist nicht Baum. Aber wofür brauchen wir das jetzt? In dieser Form macht es überhaupt gar keinen Sinn, Bedingungen zu nutzen, weil wir könnten genauso gut auch einfach sagen, Bedingung ist gleich False und wir haben genau das gleiche Ergebnis. Jetzt steht hier False und wenn wir True haben wollen, schreiben wir True, führen das nochmal aus und dann steht hier True. Also, wofür brauchen wir Bedingungen? Bedingungen machen nur Sinn, wenn man sie im Zusammenhang mit zum Beispiel Fallunterscheidungen verwendet. Und Fallunterscheidungen sind ein Gamechanger für euch. Wir legen jetzt hier erstmal die Variable Bedingungen fest. Und jetzt wollen wir eine Fallunterscheidung haben. Wir haben jetzt zum Beispiel eine zweite Local und die nennen wir Zahl 1. Und Zahl 1 ist gleich 5. Dann haben wir noch eine zweite Local, die nennen wir Zahl 2. Und Zahl 2 ist gleich 9. Jetzt können wir einen Code schreiben, der je nachdem, ob eine Aussage wahr ist oder eine Bedingung zutrifft, etwas Unterschiedliches macht. Das machen wir, indem wir die Buchstaben I und F schreiben. Das ist das englische Wort für if. Hä? IF ist das englische Wort für if? Willst du mich eigentlich verarschen? If ist das englische Wort für wenn! Weiter. Hier wird mir schon vorgeschlagen, if, then. Wenn ich Tab drücke, dann wird schon fertig ausgefüllt. So sieht der Syntax aus. Wir können jetzt zum Beispiel hier zwischen das if und das then eine Bedingung schreiben. Und zwar, Zahl 1 ist kleiner gleich Zahl 2. So, jetzt steht hier, wenn diese Bedingung, Zahl 1 kleiner gleich 2, zutrifft. Then bedeutet dann. Dann macht das, was hier drin steht. Und jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, Bedingung
Bedingung ist gleich true. Wir können hier oben zum Beispiel jetzt sagen, Bedingung ist gleich false. Aber wenn Zahl 1 kleiner ist als Zahl 2, dann ist die Bedingung gleich true. Ich mache hier übrigens mal so ein Enter. Ist für mich persönlich besser zu lesen. Wie gesagt, ihr könnt hier so viel und so wenig Abstände lassen, wie ihr wollt. Ich führe das Programm jetzt einfach mal aus. Und hier unten steht jetzt in der Konsole true. Wir haben hier oben gesagt, Bedingung ist gleich false. Und hier unten wird geprintet die Bedingung. Aber die Bedingung ist jetzt true. Warum? Weil wir hier gesagt haben, Bedingung ist gleich true. Wenn wir jetzt zum Beispiel aber die Ausgangswerte ändern und sagen, Zahl 1 ist 50 und Zahl 2 ist 9, dann trifft die Bedingung nicht mehr zu, weil 50 ist nicht kleiner als 9, dementsprechend stimmt das nicht. Und das, was hier drinnen geschrieben ist, passiert gar nicht. Ich zeige euch einmal das Ergebnis. False. Und jetzt erkläre ich euch Scopes. Denn wir haben hier nicht nur eine Fallunterscheidung geschrieben, wir haben auch einen Scope erschaffen. Ein Scope ist praktisch ein gesonderter Abschnitt in eurem Code, der halt separiert ist von dem Rest. Mit diesem Then fängt ein Scope an und dieses Scope endet, wenn hier am Ende End steht. End bedeutet halt Ende. Ich kann das Scope theoretisch auch hier hinschreiben. Dann ist es vielleicht für euch verständlicher. Also hier prüfen wir jetzt erstmal if Zahl 1 kleiner als Zahl 2. Und wenn das zutrifft, dann wird dieser Scope ausgeführt. Und in diesem Scope steht drin, Bedingung ist gleich true. Wenn das nicht zutrifft, dann wird der Code weiter ausgeführt. Der Scope wird dann ignoriert. Roblox liest den Code ja von oben nach unten. Das heißt, er liest erstmal diese Zeilen, in dem nichts drin steht. Übrigens diese zwei Striche. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal gezeigt habe. Wenn man hier zwei Minus hintereinander schreibt, dann ist die Zeile auskommentiert. Sprich, der Computer ignoriert alles, was da steht. Also das wird ignoriert, das wird ignoriert, das wird ignoriert. Dann werden hier die Variablen festgelegt. Dann werden die leeren Zeilen wieder ignoriert. Und dann fragt er, ist Zahl 1 kleiner als Zahl 2? Wenn das zutrifft, dann wird dieser Scope hier ausgeführt. Wenn das nicht zutrifft, dann sieht er, ah, hier ist ein Scope. Aber niemand sagt mir, dass der Scope ausgeführt werden soll. Also überspringe ich einfach alles, was hier drin steht und lese einfach hier weiter. Hier ist wieder nichts und print. Das heißt, wenn diese Bedingung nicht zutrifft, dann wird der Code so ausgeführt, als wäre das gar nicht da. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Scopes bringen noch ein paar andere Kleinigkeiten mit sich. Es gibt nämlich auch andere Möglichkeiten, in Roblox einen Scope festzulegen. Und zwar nicht nur mit then end, weil then impliziert für Roblox, okay, hier ist fängt jetzt ein Scope an, aber dieses Scope ist nur relevant, wenn davor ein If-Statement steht und das If-Statement true ergibt. Wenn es mir sagt, dass das, was da drin steht, die Wahrheit ist, dann führe ich diesen Scope aus. Ihr könnt aber auch einen Scope schreiben, der auf jeden Fall ausgeführt wird. Da fragt man sich am Anfang vielleicht, wofür brauche ich das? Aber es gibt Anwendungszwecke und darauf kommen wir auch noch zurück für Scopes, die immer ausgeführt werden und die heißen do and. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Scope und hier können wir irgendwas reinschreiben, zum Beispiel print Bedingung. Das hier können wir zum Beispiel wegmachen. Der Code würde jetzt genauso ausgeführt werden, wie er vorher ausgeführt wurde. Hier unten seht ihr jetzt false, weil wir haben hier jetzt einen Scope aufgemacht und dieser Scope wird auf jeden Fall ausgeführt. Also auf den ersten Blick macht es erstmal gar keinen Sinn, hier überhaupt einen Scope zu machen. In diesem Fall macht es auch keinen Sinn. Aber ich muss euch etwas verraten, Leute. Ich habe euch im letzten Part ein bisschen angelogen. Ich habe nämlich gesagt, dass Local-Variablen Local heißen, weil sie hier lokal in dem Script sind und nirgendwo anders. Das stimmt auch, aber ich habe impliziert, dass wenn ihr eine Variable global festlegt, zum Beispiel wenn ihr jetzt Zahl 2 nicht local macht, sondern global macht, dass die dann überall wäre. Stimmt nicht ganz, weil Roblox Lua ist gesandboxed und alles, was in diesem Script passiert, bleibt in diesem Script. Das bedeutet, wenn wir hier jetzt Zahl 2 haben, dann können wir von hier aus nicht auf Zahl 2 zugreifen. Wenn ich hier sage print Zahl 2, dann sagt er mir, kenne ich nicht. Globale Variablen sind innerhalb dieses Scripts überall anzutreffen. Es ist trotzdem nicht zu empfehlen, globale Variablen hier oben zu verwenden, weil globale Variablen halt unperformant sind. Die sorgen dafür, dass euer Code langsamer ausgeführt wird und am Ende das Programm, das ihr schreibt oder das Spiel, das ihr schreibt, langsamer ist. Deswegen schreibt man hier oben immer Locals. Rein theoretisch macht es in der Ausführung oder im Endergebnis keinen Unterschied, ob die drei Variablen, die hier oben stehen, lokal sind oder global sind, weil sie sind auf jeden Fall, wenn sie hier als lokal festgelegt werden, überall anzutreffen. Diese Local ist jetzt innerhalb dieses Scopes, in dem sie erstellt wird, anzutreffen. Der Scope ist aber das gesamte Script. Und das bedeutet, wir können auch hier innerhalb von diesem Scope, diesem Then-End-Scope, auf die lokale Bedingung zugreifen. Weil die Bedingung wurde ein Scope davor festgelegt. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel sagen, hier, then local, Name zum Beispiel wieder, ist gleich Conny, dann ist diese lokale Variable nur innerhalb dieses Scopes anzutreffen.
außerhalb dieses Scopes existiert die Variable Name nicht. Ich kann hier jetzt zum Beispiel schreiben print Name. Ich mache hieraus mal ein do-end-Scope. Das bedeutet, was in diesem Scope drin steht, wird auf jeden Fall ausgeführt. Wenn ich jetzt erstmal das hier ausführe, dann steht in der Konsole Conny. Weil ich gesagt habe, es gibt eine Variable, die heißt Conny und diese Variable soll geprintet werden. Wenn ich jetzt aber dieses print hier wegnehme und außerhalb von dem Scope schreibe print Name, dann streicht er mir schon an, dass die global Conny undefiniert ist. Weil local Conny existiert nur innerhalb dieses Scopes. Es existiert nicht außerhalb des Scopes. Wenn ich jetzt das printe, dann sagt er hier nil, weil die Variable nicht existiert. Deswegen wird hier nil geprintet. Übrigens, nil ist ein Ausdruck von Roblox dafür, dass etwas nicht existiert. Sprich, nil bedeutet, ist nicht da, nichts da, existiert nicht. Nil ist sowas wie null, aber nicht null, weil null ist ja auch eine Zahl, die existiert, und zwar mit dem Wert null, sondern nil bedeutet, ist gar nicht da. Und deswegen printet er mir hier in die Konsole auch nil, weil es nicht existiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber hier den Local-Namen hier festlege, Local-Name ist gleich Conny, und das dann ausführe, dann schreibt er mir auch wieder in die Konsole Conny. Weil jetzt ist diese Variable auch innerhalb desselben Scopes definiert, in dem auch Print drin steht. Hoffe, das war halbwegs verständlich. Am Anfang kann das ein bisschen schwierig sein, da mit den Scopes durchzublicken. Vor allem zu verstehen, warum man jetzt hier ein Do-End-Scope braucht, obwohl da nicht mal eine Bedingung vorsteht. Ich kann euch sagen, wofür man den brauchen kann. Weil Scopes werden dafür verwendet, um Sachen in eurem Code abzuschachteln von dem restlichen Code. Deswegen können wir hier jetzt zum Beispiel sagen, Local-Name ist gleich Conny und Local-Name 2 ist gleich Boris und können dann mit diesen Variablen auch arbeiten. Und dann schreiben wir zum Beispiel print Name, Name 2 oder Name, Komma, Name 2 könnte man machen. Und dann können wir hier später in unserem Code, wenn wir irgendwo anders sind, wieder local Name ist gleich Arnold benutzen und dann mit dieser irgendwo arbeiten und sagen dann print Name. Wenn wir das jetzt ausführen, steht in der Konsole Conny, Boris und dann kommt später auch noch Arnold. Das ist einfach dafür da, dass ihr variablen Namen nutzen könnt und später nochmal nutzen könnt, ohne dass irgendwas überschrieben wird. Weil das hier ist jetzt sein eigener Code, der ausgeführt wird und später wird hier noch anderer Code ausgeführt, wo derselbe variablen Name nochmal verwendet wird, aber in einem anderen Scope, also ist das vollkommen in Ordnung. Der Scope hier ist tot, der Scope fängt hier an, alles was hier drin steht, wird ausgeführt und irgendwann ist der Scope vorbei und wenn der Scope vorbei ist, dann geht's hier unten weiter. Und solche Scopes benutzt ihr wirklich eigentlich nur, wenn ihr irgendwelche Variablen oder Funktionen oder irgendwelche anderen Sachen separieren wollt vom anderen Code, damit die sich gegenseitig nicht stören. Jetzt machen wir aber mal weiter mit Fallunterscheidungen. Es gibt nämlich nicht nur if-then. Wir schreiben jetzt erstmal hier eine Fallunterscheidung, die immer true ist, zum Beispiel true. If true, then ist dasselbe wie do, end. Wir können nämlich auch sagen, wenn das hier nicht zutrifft, dann können wir einen anderen Code ausführen, und zwar indem wir hier schreiben else. Und hier dann reinschreiben falsch. Das hier mache ich mal weg. Ich habe jetzt geschrieben if true, then Wahrheit, else falsch. Das bedeutet, er überprüft jetzt, ob true true ist und true ist true, also wird Wahrheit geprintet. Und das, was in else drin steht, wird nicht gemacht, weil was in true drin steht, war ja schon die Wahrheit. Ich führe das Ganze aus und er schreibt in die Konsole Wahrheit. Ich kann hier jetzt aber wieder eine Bedingung reinschreiben, und zwar zum Beispiel Zahl 2 ist kleiner gleich Zahl 1. Das stimmt auch, deswegen sagt er hier auch wieder Wahrheit. Jetzt kann ich aber stattdessen auch mal schreiben, Zahl 2 ist größer gleich Zahl 1. Dann führe ich das nochmal aus und jetzt steht hier in der Konsole falsch. Je nachdem, was wir für Werte oben haben, haben wir jetzt ein anderes Ergebnis und können komplett anderen Code ausführen. Und das ist einer der wichtigsten Bauteile von jedem Computerprogramm, weil wenn ihr ein Programm schreibt, das keine Fallunterscheidung drin hat, dann könnt ihr das Programm eigentlich auch sein lassen. Das könnt ihr machen für irgendwelche Automatismen, wenn ihr Dateien sortieren wollt oder eine Funktion dafür schreibt, aber jedes größere Programm hat Fallunterscheidungen. Zum Beispiel, wir können jetzt sagen, wir programmieren jetzt Facebook. Und wenn man sich bei einem Social Network anmelden möchte, dann hat man immer einen Anmeldenamen und man muss auch ein Passwort angeben. Und wenn dann ein User diese zwei Sachen angibt auf eurer Webseite, dann müsst ihr natürlich prüfen, stimmt das? Das bedeutet, erstmal sucht ihr nach dem Anmeldenamen, ob der richtig ist. Wir gehen jetzt davon aus, dass der richtig ist, weil ich werde euch jetzt noch nicht zeigen, wie man mit Tables arbeitet. Also, dann haben wir jetzt ein Programm geschrieben, das prüft, ist der Anmeldename Conny? Wenn ja, ist das Passwort Passwort 123? Wenn das stimmt, dann printen wir raus, hallo Anmeldename, du hast dich erfolgreich angemeldet. So, wenn das Passwort jedoch falsch ist, deswegen schreiben wir hier jetzt ein else, dann sagt er, Passwort ist falsch. Und wenn der Anmeldename nicht stimmt, das kann ja natürlich auch sein, schreiben wir jetzt auch ein else, schreiben wir der Nutzer, Anmeldename ist uns nicht bekannt. Wenn wir das jetzt ausführen, haben wir uns perfekt angemeldet und hier steht, hallo Conny, du hast dich erfolgreich angemeldet. Jetzt können wir aber einfach mal das Passwort falsch eingeben. Wir vertippen uns, schreiben statt einem O eine 0, printen das raus und er sagt hier Passwort falsch. Ich denke mir so, bestimmt ist das Passwort nicht falsch. Ich kenne auch mein Passwort, habe mich vielleicht beim Anmeldenamen vertippt. Schreibt beim Conny statt dem O einfach eine 0, meldet mich nochmal an. Weil er sagt, der Nutzer, Conny ist uns nicht bekannt. Je nachdem, was hier eingegeben wird, sagt er, dass wir uns falsch angemeldet haben oder dass wir uns erfolgreich angemeldet haben. In der Praxis sieht so ein Anmeldeprozess natürlich
komplett anders aus. Das ist in jeglichen Sicherheitsaspekten natürlich richtig dumm, so seinen Code zu schreiben. Aber so versteht ihr jetzt erstmal den Grundgedanken. Wie wir diesen Code jetzt ein bisschen hübscher machen können, ist, indem wir zum Beispiel ein paar Fälle weglassen. Zum Beispiel, der Nutzer-Anmeldename ist uns nicht bekannt. Das sollte euer soziales Netzwerk am besten gar nicht erst sagen, weil der Anmeldename ist ja auch geheim. Und wenn immer der Anmeldename ist uns nicht bekannt zurückkommt, bis dann der Anmeldename Conny eingegeben wird, dann weiß ja der Angreifer, der versucht sich reinzuhacken, aha, der Anmeldename Conny ist also richtig. Dementsprechend sagt man sowas zum Beispiel nicht. Wir lassen dieses komplette else-Statement hier weg. Und wenn wir das hier weglassen, dann haben wir jetzt hier einen if und dann haben wir noch einen if. Und wir können das miteinander verbinden. Wir können das hier auch wieder alles wegmachen. So, nehmen dieses Passwort ist gleich Passwort 123, nehmen das auch weg, indenten das alles ein bisschen zurück und schreiben hier if Anmeldename ist gleich Conny and ist das englische Wort für und, Passwort ist gleich Passwort 123. Das bedeutet, wenn der Anmeldename richtig ist und wenn das Passwort richtig ist, dann Anmeldung richtig. Ansonsten einfach nur sagen, Passwort falsch. Selbst wenn der Anmeldename falsch ist. Wir können auch sagen, Anmeldename oder Passwort falsch. Schreiben wir hier rein, hallo Conny, du hast dich erfolgreich angemeldet. Jetzt schreiben wir hier irgendwas falsch, finden das raus und hier steht Anmeldename oder Passwort falsch. Und dieses and ist jetzt so ein Punkt, da ist es praktisch, wenn ihr so ein bisschen Grundlagendatenverarbeitung kennt. Weil in dem Fall wisst ihr auf jeden Fall, wie man mit diesem and arbeitet. Der Computer, der schaut sich das hier erstmal an und prüft, ist Anmeldename gleich Conny. Wenn das stimmt, dann guckt er, okay, das stimmt. Und ist Passwort gleich Passwort 123. Wenn das stimmt, dann sagt er, das ist true und das ist true. Also ja. Wenn wir jetzt aber das Passwort hier falsch eingeben, dann prüft er, ist der Anmeldename gleich Conny. Das ist falsch. Und dann prüft er gar nicht mehr, ob das Passwort richtig ist, sondern bricht direkt ab, weil bei einem And-Statement müssen beide Sachen richtig sein. Man kann aber auch ein Or-Statement machen. Macht für eine Anmeldung natürlich gar keinen Sinn. Dann muss nur eine der beiden Sachen richtig sein. Das heißt, wir können das Passwort komplett falsch reinschreiben und er schreibt trotzdem, hallo Conny, du hast dich erfolgreich angemeldet. Einfach das schlechteste Social Network aller Zeiten. Lässt es zu, dass du dich anmeldest, obwohl du das Passwort nicht weißt. Aber egal, wir schreiben hier wieder and rein, weil wir wollen and haben und nicht oder. In der Praxis möchtet ihr natürlich immer, wenn sich der Nutzer fertig angemeldet hat, dass dann weitere Sachen passieren. Wie zum Beispiel Seite wird geladen, Benachrichtigungen angezeigt, keine Ahnung, was macht Facebook noch so. Werbung wird personalisiert und so weiter. Dann steht hier ein elendig langer Code und ganz am Ende dieses Codes, ich schreibe es jetzt erstmal so, hier steht überall Code und am Ende des Codes steht hier else print Anmeldename oder Passwort falsch. Das ist unschön. Wenn ihr so richtig langen Code habt, dann verliert ihr da drin den Überblick. Dementsprechend negiert man gerne seine If-Statements, man negiert gerne seine Fallunterscheidungen. Ich gehe jetzt mal zurück und um das zu tun, ja, negiert ihr es einfach. Wir schreiben nämlich jetzt nicht if Anmeldename ist gleich Conny and Passwort ist gleich Passwort 123, sondern if Anmeldename ist nicht Conny oder Passwort ist nicht Passwort 123, dann schreiben wir Anmeldename oder Passwort ist falsch. Und dann können wir ins else die ganze Anmeldung reinschreiben. Dann macht es von der Reihenfolge her viel mehr Sinn. Aber wir wollen auch das so nicht unbedingt machen, weil wenn da Anmeldename oder Passwort falsch ist, dann können wir eigentlich den ganzen Schmarrn komplett abbrechen. Das bedeutet, wir brechen unser Programm ab und in Roblox Lua können wir das Programm praktisch abbrechen, indem wir einfach schreiben return. Wenn wir return schreiben, dann heißt das vorbei. Dann können wir dieses ganze else hier uns sparen, einfach nur sagen, wenn der Anmeldename nicht richtig ist oder wenn das Passwort nicht richtig ist, dann sagen wir Anmeldename oder Passwort ist falsch und das Programm wird abgebrochen und wenn das nicht zutrifft, dann können wir einfach hier unten weitermachen. Und so schreibt man Code schön. Jetzt können wir einfach mal das Ganze ausführen und hier steht jetzt, hallo Conny, du hast dich erfolgreich angemeldet. Wunderbar. Seite wird geladen. Wir können eigentlich das hier alles mal printen. Print-Seite wird geladen. Wird und geladen wird kleingeschrieben. Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass ich alle Wörter groß schreibe. Ich mag Großbuchstaben. Wir geben einfach mal gar kein Passwort ein, führen das Ganze aus und hier steht jetzt Anmeldename oder Passwort ist falsch und das Programm wurde beendet. Fertig, aus, tschüss. Wenn wir jetzt aber das Passwort wieder eingeben und das Passwort richtig ist, dann wird das Programm ausgeführt und hier steht, hallo Conny, du hast dich erfolgreich angemeldet. Seite wird geladen. Benachrichtigungen werden angezeigt. Werbung wird Ich habe Sonderzeichen verwendet, die natürlich nur in UTF-8 funktionieren. Diese drei Punkte hier. Ich hätte auch so normal drei Punkte machen können, aber ich mache immer gerne einen Dreierpunkt und das geht natürlich nicht im amerikanischen Zeichensatz. So, die nächste und letzte Sache, die ich euch heute noch zeigen will, ist, was macht man denn, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig prüfen möchte? Was ist jetzt zum Beispiel, wenn wir die fällige Einkommensteuer zu einem bestimmten Einkommen berechnen wollen? Dafür kommentiere ich hier erstmal alles aus. In Visual Studio Code kann ich Shift und Hashtag dafür drücken und alles ist auskommentiert und das ganze Programm wird nicht mehr ausgeführt. Und fangen hier unten mal mit was Neuem an. Zum Beispiel, wir schreiben jetzt hier Local Gewinn von deiner Firma zum Beispiel, weil wir alle haben ja eine eigene Firma, ist gleich 20.000
6.000 Euro im Jahr. Es handelt sich offensichtlich um ein Kleinunternehmen. Und wir wollen jetzt wissen, wie viel Einkommensteuer fällt dafür an. Und das Einkommensteuergesetz sieht dafür eine Formel vor, die viele verschiedene If-Abfragen hat. Und zwar zum Beispiel, wenn, ich schreibe mal nicht Gewinn, ich schreibe mal Einkommen, dann haben wir hier das zu versteuernde Einkommen. Und wenn das Einkommen ist kleiner gleich 9.984, dann ist die Einkommensteuer gleich 0. Wenn das nicht zutrifft, dann müssen wir jetzt else schreiben, richtig? Aber hier gibt es weitere Bedingungen. Jetzt schreiben wir hier zum Beispiel, falls das Einkommen größer ist als 9.985 und das Einkommen kleiner ist als 14.926, dann sieht die Formel für die Einkommensteuer so aus. Wenn das jetzt aber auch nicht zutrifft, dann haben wir wieder ein else und dann müssen wir wieder prüfen. Wenn das Einkommen größer ist als 14.927 und kleiner ist als 58.596, dann gibt es die nächste Formel. Die muss ich auch nochmal nachschlagen. Und die Formel wird ziemlich lang. Ich sehe auch gerade, mein Roblox-Typ ist im Weg. Wusch, der kommt jetzt erstmal weg. Wir brauchen keinen Roblox heute. Dann sieht die Formel so aus. Aber es gibt natürlich noch weitere Fälle. Und ihr seht, das wird jetzt richtig kompliziert und verschachtelt. Und wir brauchen das gar nicht so sehr verschachteln, weil es gibt nicht nur if und else. Es gibt nämlich auch noch else if. Und else if sieht einfach so aus, dass wir hier else if direkt hintereinander schreiben. Und dann können wir das ganze Ding hier wieder indenten. Dann machen wir dieses else if zu einem else if und können das ganze Ding hier wieder indenten. Und die ganzen ends können weg. Und auf einmal ist unser Code ein bisschen übersichtlicher. Es ist immer noch ziemlich unübersichtlich. Aber ich schreibe uns das hier einfach mal ein bisschen um. Einen Augenblick. So, und jetzt haben wir das schon mal so geschrieben. Ich habe jetzt nochmal so zwei Variablen ausgesondert. Habe jetzt noch eine weitere Variable festgelegt, die heißt jetzt Einkommensteuer. Und Einkommensteuer wird dann hier immer geändert, je nachdem, welcher Fall zutrifft. Und am Ende wird eine Funktion, eine mathematische Funktion damit gemacht, math.floor, bedeutet im Grunde, wir runden immer nach unten. Das bedeutet, selbst wenn die Einkommensteuer hier 1,99 Euro wäre, müssen wir am Ende nur 1 Euro zahlen. Wir können das Ganze jetzt mal ausführen. Und er printet jetzt, die Einkommensteuer sind 2.207 Euro bei einem Jahreseinkommen von 20.000 Euro. Wenn wir jetzt ein Einkommen von 10.000 Euro haben, printet er, Einkommensteuer sind 2 Euro. Wenn wir jetzt ein Jahreseinkommen haben von 5.000 Euro, dann printet er, Einkommensteuer sind 0 Euro. Könnten eigentlich hier Komma, dann schreiben wir so, 0 Euro. Und wenn wir jetzt steinreich sind und ein paar Millionchen verdient haben. Übrigens, das habe ich hier in dem Code auch gemacht. Wir können in Zahlen einfach Unterstriche reinpacken, damit wir die Zahlen für uns besser lesen können. Und Lua ignoriert diese Unterstriche. Das geht aber, soweit ich weiß, auch nur in Luau. In Lua an sich geht das nicht. Wir können das einfach mal ausprobieren. Wir kopieren uns das hier. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel schreiben, Local Einkommen und dann mit diesen Unterstrichen, dann wird er mir dann Error auswerfen, weil er versteht nicht, warum da so Unterstriche in der Zahl drin sind. Das macht für Lua keinen Sinn. Der Lua Online Compiler, der spricht dann nur normal alles Lua, während die Luau-Demo hier zum Beispiel richtiges Luau auch versteht. Und da können wir auch Run drücken und hier unten steht dann auch im Ergebnis die Zahl ganz normal drin, weil das ist Luau-eigen. Der Luau-Online-Compiler, der lässt sich zwar leichter schreiben, weil er ein bisschen Autovervollständigung hat, kann aber kein richtiges Luau, sondern nur ganz normales Lua. Und wenn wir zum Beispiel jetzt 50 Millionen Euro Einkommen haben und das dann versteuern müssen, dann zahlen wir hier satte 22.482.397 Euro an Einkommensteuer. So, heute haben wir gelernt, was sind Bedingungen? Das hier ist eine Bedingung. Was sind Fallunterscheidungen? Das ist eine Fallunterscheidung. Dass es else Fallunterscheidungen dann noch gibt. Dass es else if Fallunterscheidungen gibt. Wie man sie einsetzen kann. Ich nehme das hier mal alles wieder weg und mache den Kommentar hier wieder rein, indem ich Steuerung Hashtag drücke. Ist alles wieder da. Ich habe euch gezeigt, wie man Fallunterscheidungen negiert, dass der Code lesbarer wird, indem wir hier einfach nicht gleich und oder geprüft haben, anstatt ist gleich und geprüft haben. Ich habe euch gezeigt, wie ihr ein Lua-Code vorzeitig beendet, indem ihr Return schreibt. Ich habe euch gezeigt, was Scopes sind. Und ich habe euch gezeigt, dass lokale Variablen nur innerhalb von Scopes leben. Wenn wir sie hier hinschreiben, lebt sie natürlich im gesamten Script, weil das gesamte Script ist ein Scope. Und wenn wir hier in diesem Scope eine Variable festlegen, dann existiert diese Variable nur innerhalb dieses Scopes und nicht außerhalb. Wenn wir wiederum eine globale hier festlegen und zum Beispiel sagen, Name ist gleich Conny, dann würde es hier theoretisch funktionieren, auch zu sagen, Print Name, dann streicht er mir das nicht mehr als falsch an, weil hier steht auch schon Name String Conny. Das ist eine globale, die lebt über das Scope hinaus, würde aber nicht funktionieren, weil wenn wir in dem Scope drin sind, wird ja Return. Das heißt, alles, was hier hinter passiert, passiert dann gar nicht mehr. Und ich denke, das ist erstmal genug für heute. In der nächsten Folge lernen wir über Funktionen und nun kommen wir zu der Hausaufgabe, was ihr privat tun sollt,
um noch ein bisschen zu üben und das alles zu verinnerlichen, anstatt hier dieses Anmeldeding zu machen. Kommentiere es noch einmal aus. So, sollt ihr praktisch eine Art Shop machen. Macht es mal ein bisschen größer. Ihr nehmt die Variablen Geld und die Variable Preis und lasst den Spieler dann einfach mal irgendwas kaufen. Und je nachdem, ob er genug Geld hat, printet ihr dann raus, dass der Spieler sich die neuen Sneaker oder was auch immer gekauft hat und jetzt noch so viel Geld übrig hat. Und wenn er nicht genug Geld übrig hat, dann schreibt er, der Spieler hatte nur so und so viel Geld und konnte sich deswegen die neuen Air Max 12 nicht kaufen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr damit auf meinen Discord-Server kommen und das in den Channel Roblox Studio Fragen reinschicken. Wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen zu Bedingungen habt, zu Scopes habt, zu Fallunterscheidungen habt, irgendwas nicht richtig erklärt wurde von mir, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde es euch beantworten. Oder kommt halt auch auf den Discord-Server und schreibt da eure Fragen. Da bin ich noch ein bisschen aktiver, weil die Kommentare sehe ich nicht immer, vor allem wenn die Videos älter sind. Und übrigens, um auf Discord einen Codeblock zu schreiben, müsst ihr dreimal dieses Zeichen machen und dann Lua schreiben. Alles, was dann hier hinterkommt, wird dann als Code dargestellt in Discord. Einfach nur, damit ihr Bescheid wisst. Das ist übrigens das Zeichen rechts neben dem Fragezeichen, wenn ihr Shift gedrückt haltet. Gehen wir wieder rüber zu Roblox. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Das nächste Video kommt hoffentlich nächste Woche, wenn ich es schaffe. Bis dann und ciao!